Hey ihr Weltraumpiraten, willkommen zurück zu The Outer Worlds. Wir sind hier auf der Groundbreaker gelandet. Das ist ein Raumschiff, ein riesig großes Raumschiff. Um genau zu sein, das ist sogar eine Raumstation, glaube ich. Oh, guck mal, Wanted, McCreed oder McCred. Gesucht, tot oder lebendig, Captain Gunnar McCred. Wegen mehrerer Fälle von öffentlicher Trunkenheit, Zerstörung von Groundbreaker-Eigentum, unbezahlten Dockgebühren und Widerstand gegen die Festnahme. Ja, ist ja auch ein Todesgrund, ne? Informationen über den Aufenthaltsort von McRed sind an Kommandantin Santina weiterzugeben. Ein Hinweis nicht zu melden kann zu Inhaftierung und einer Geldstrafe führen. Das Kopfgeld wird bei der Ablieferung des Tötungsbeweises ausgezahlt. Kann ich das nicht mitnehmen? Ach, schade. Was haben wir hier? Phineas V. Wells. Für mehrere Verbrechen und Widerstand gegen Vorstandsentscheidungen, inklusive aber nicht beschränkt auf mehrere oder alle der folgenden. Aufrührertum, Fälschung, Verschwörung, Verschwörung zur Verschwörung, unlizenzierte Ausübung des Arztberufs, Zerstörung von Vorstandseigentum. Ja, was hat er schon getan? Also wahrscheinlich hat er irgendwie Sachen gemacht, die denen nicht passen, was wir auch die ganze Zeit schon machen. Mal gucken hier, beim Händler hatte ich ja schon alles abgeklappert. Ja gut. Aber gut, wir haben noch ein paar Sachen zu erledigen. Oh, ich sehe cool aus. Ja, Begleitauftrag. Trink den Saphirwein. Parvati möchte Junlei, die Ingenieurin der Groundbreaker, kennenlernen. Sie hat dich gebeten, sie bei deinem nächsten Besuch bei Junlei mitzunehmen. Trink den Saphirwein, was ist das für eine Quest? Für den Name. Dann will Vikam Max den Gelehrten ausfindig machen, der ihm vom Tagebuch von M. Bakonu erzählt hat. Ist das hier auf der Groundbreaker? Ja, Groundbreaker. Und die Sanitärmaschine, dafür brauchen wir den Säurereiniger. Finden wir auch wiederum auf der Groundbreaker. Waffen der endlosen Leere. Die Wissenschaftswaffe der Groundbreaker an mich bringen. Kritische Lösung. Corporal Wheeler vom Groundbreaker Zoll hat mich gebeten, Dr. Dorset auf der Krankenstation über den Status meiner Lieferung zu informieren. Und wir müssen doch die ganzen Sachen hier machen. Das ist ja gut. Alles klar. Dann, hi, Madet. Das ist übrigens nicht ihr Name, das ist eine Berufsbezeichnung, Madet. Hallo, Security. Unless you're here to file an incident report or to inquire about the bounty posting, I must kindly ask you to clear out. The Mardets offices aren't for leisure time nor loitering. Ja, ist ja gut. Ja, ich interessiere mich für das Kopfgeld auf McRed. Wo finde ich ihn? Last tip we got pointed toward the back bays. You want the reward? Do the legwork. Das ist krass, das ist hier halt eine Raumstation und der ist in den Buchten und die kriegen den da nicht zu fassen, oder wie? Warum schickst du denn keinen Madet, um ihn zu verhaften? Oh, I will. Soon as the Chief approves the personnel reorg required for a bounty dispatch. So, in about 3 to 7 weeks. Das kann ja noch ein bisschen dauern. Gut, ich nehme den Auftrag an. You and about 6 other enterprising Mavericks. It's only a matter of time before someone brings me McRed's head. Or his lucky lighter, as proof of kill. Ja. I do hope you're the lucky hunter, though. Good luck and skip speed to you. Das ist ja nett. Dankeschön. Oh, ja, Phineas Wells. Das nehme ich mal lieber nicht an. Auf wen ist denn gerade ein Kopfgeld ausgesetzt? Still waiting to hear back on that bounty for McRed. That aside, not much else. Groundbreaker's keeping calm at the moment. Na, ist ja öde. Ich kam nicht umhin zu bemerken, dass Phineas Wells ein Kopfgeld hat. The outlaw scientist fella, right. The board's had it out for him for ages. If you have an inkling of the where's or what for's of his location, Udom Bedford would surely like to hear it. Ja, Udom. Und ist dieser Wells ein berüchtigter Krimineller oder so? To the board, yeah. You've read his wanted poster. Whole list of things to get their unders in a wad. But he's never done nothing to Groundbreaker, so I've no problem with him. We keep the poster up to keep the peace is all. Ja, und wie ist das so für den Sicherheitsdienst auf einer Raumstation zu arbeiten? Do I look like your gossipy best friend? While I'm on post, I take my duties real serious. I would have no qualms whatsoever escorting you to a cell. Understand? Oh, Sanita ist ganz schön ernst. Ja, okay, ich hab's ja kapiert. Then get to business or get moving. Ja. Was ist dann, Madet? We're the security force here on Groundbreaker. Started back before the crossing, you know. Interessant. Warum denn Madet und nicht Wache oder Polizist? The original force was made up of a marine detachment from the 77th Marine Expeditionary Unit.
Trailward Fleet. Folks started calling us Mardets, because it was easier to say. Guess it stuck. Ja, es geht besser von der Zunge als das, ne? Ja gut, dann, Flores. Haven't seen you around before. What can Groundbreaker Security do for you today? Oh, der ist ein bisschen freundlicher. Ich versuche nur, mich zurechtzufinden. Was machst du hier? This is the security desk, sir. If you're here to report a crime, you'll want to talk to Commandant Sunita. I'm not authorized to take incident reports anymore. Okay, warum darfst du keine Vorfälle mehr aufnehmen? I'm not so good at filing. Mix up first name and surname 1, 2, 7 times. Well, folks are liable to start taking your filing privileges away. Witzig, ja. Macht ihr auch Führung oder? Nee, das war ich jetzt nicht. Ihr habt da drin bestimmt Schmuggelware aus dem ganzen System, richtig? Sure. And stuff from outside the system too, off the interstellar freighters. That's why we also have so many armed Mardets on duty here. Ah, interessant. Was wäre, wenn manche dieser Waren mir gehören würden und ich sie zurückhaben wollte? That'd be awful weird. On account of you should be locked up back here too then. Oh, macht ihr auch Führung oder sowas? We can't just let anyone walk in here. I wouldn't be, well, it's not... We just don't. Maybe if you clear an open bounty and get in good with Commandant Sunita, or help Chief Tennyson fix this heat, that might warrant a thank you tour or something. Der rafft auch gar nichts, ne? Ja, wir sind doch Freunde, Lee, oder nicht? Tust du mir einen Gefallen und ich tu dir auch irgendwann mal einen. All right, I guess. In and out, though. Just try not to do any shady stuff. I'd like to keep my job. Ich mach gar nichts falsch. Wow, Parvati ist schon drin. Wie ist sie jetzt da reingekommen? Einfach mal so, zack, zack. Restricted Access, ja. Ich komm überall rein. Aha, Mardet, Mardet. Gibt auch Männer bei den Mardets. Ja, und werde ich das mal knacken, der ist ziemlich gut gesichert, hä? Nicely done. Danke, ich find's gut, dass meine Leute, die mit mir... Oh. Gut, dass er das nicht als Diebstahl jetzt ansieht. Hallo? Kannst du mal bitte den Hammer da lassen, das ist meiner. Hat er gar nicht gemerkt. Oh, ist hier irgendwas? Nee. Ist das denn ein Ring? What do you think you're doing? Ich, ich wollte gerade gehen. Just don't make more paperwork for me, alright? Wow. Was war das? Ein OWD? Irgendwas? Lässt du mich einfach gehen? Ich glaub's ja nicht. Da muss nur überzeugend sein. So. Oh. Ach, das war's schon. Hi. Das ist aber kein großer Bereich hier. Na gut, da geht's auch noch weiter. Da sind aber die Zellen. Just yank the drive and I'll do the rest. Aha, finde ein Sicherheitsterminal der Groundbreaker. Was haben wir denn hier? Datenmodul mit Aufzeichnungen der Andockstation auswerfen. Aha. Beschlagnahmte Waren. Festnahme eines Freischaffenden, der ausweichende Antworten über seine Geschäfte gab. Beschlagnahmung seiner Besitztümer, während er auf seine Befragung wartete. Eine modifizierte Pistole, Joch, Axt, Metallreifen groß, Gebetsperlen, OWD, ah, das waren die. Verschlossener Behälter, Eigentümer verweigerte Begutachtung. Er floh, bevor wir seine Sachen... Was, bevor wir zur Sache kommen konnten, hat sein Zeug zurückgelassen. Er wurde im hinteren Bereich der Sicherheitsstation eingelagert, oder es wurde eingelagert, bis der Idiot sich wieder hier blicken lässt, was vermutlich nie passieren wird. Sehr gut, Sicherheitsprotokoll. Mardet, Undock-Sicherungsterminal. Sublight hat ein Gebot für eines unserer beschlagnahmten Schiffe abgegeben, sogar ein ziemlich großzügiges. Verhandle um den üblichen Finderlohn und gib dann Lilia ihren Anteil. Schlägerei bei der... oder in der Lost Hope. Freischaffende gegen Vorstand. Die Freischaffenden haben gewonnen. Habe einen Frachter-Captain mit mehr Bits als Verstand festgenommen. Hawthorns Schiff beschlagnahmt auf Befehl von Udo Bedford. Immer noch keine Ahnung, warum sich Hawthorne mit dieser Vorstandsschlange abgibt.
Ein Kerl aus dem hinteren Buchten hat den Mondjungen vermöbelt, total durchgeknallt, hat mich gewarnt, dass der Mond die Endzeit einläuten wird. Würde, so. War unfassbar high von dem Zeug, das McRat dort unten anbaut. Habe eine eidesstaatliche Aussage, dass McRat im Rest and Go gesichtet wurde. Nicht, dass irgendwer das bestätigen würde. Erinnerung, Gladys im Auge zu behalten. Now that we have the data cartridge, I can finally find out where that scholar I'm looking for ended up. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut, das machen wir. Liegt hier da irgendwas rum? Ich meine, das wäre jetzt ein bisschen dreist, das vor deren Augen zu klauen, aber es ist möglich. So, mal schauen. Wo sind denn jetzt die Gebets... Das ist bestimmt nur Schrott, den ich verkaufen kann, ne? Armreif. Was ist denn hier? Glänzender Servo. Ein Ring. Zistenschweinhuf. Unangenehm. Hier, da sitzt du doch. Ja, OBD-Gebetsperlen. Offiziell für meditative Zwecke zugelassen. Könnte sich gut in einem der Crewräume der... Crewräume der Unreliable machen. Ja, warum nicht? Dann nehme ich die mit. Stundenlange Unterhaltung für alle, die sich leicht unterhalten lassen. Und hier das Ausweismodul. Ein Ausweismodul der Madett-Wache auf der Groundbreaker. Und der Holomantel. Genau, damit werde ich dann jetzt nicht auffallen. Ein Datenspeicher. Ja, okay. Cool. I had a question about your plan, Mr. Vicar. Of course. The cosmos is generated and directed by the universal equation, also known as the grand plan. What do you think you're doing? Oh, Entschuldigung. Ich wollte gerade gehen. Just don't make more paperwork for me, all right? Oh nein, jetzt habe ich die beiden unterbrochen. Es tut mir echt leid. Wie hat die mich denn gesehen? Wo? Ich hätte gerne so einen Indikator, wo man sieht, dass man beobachtet wird und wo nicht. Ist halt alles Diebstahl hier, ne? Not a peep for me. Na, 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 na. You ever hard up for work? Try something like salvage. Oh! What do you think you're doing? Ich lasse es ja schon. Sorry for the misunderstanding. Wow, da kann ich jetzt echt jedes Mal die Leute hier bescheißen und mir Sachen klauen. Das finde ich eigentlich nicht so gut, aber ich werde es jetzt auch mal lassen ein bisschen. Nee, oder? Oh. Ich glaube, das stimmt hier noch ganz rauf, ha? Huh? Nee, sieht nicht so aus. Ist ja auch wurscht. Wo geht's denn hier noch hin? This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. The board would like to remind spacers and other travelers that passage to Monarch is restricted for your protection. Canyons of acid and sulfur rain are the least of the horrors plaguing the surface of Monarch. Anarchists live as one with the animals, lawless, savage, and unemployed. Mhm, dann die Arbeiterbuchten hier. Ach, die werde ich jetzt mal nicht beklauen, oder? Oh, Rest and Go Schlüsselkarte. Das nehmen wir doch mal mit. Man muss ja auch Ausnahmen machen, ne? So, gut, dann haben wir hier auch schon wieder alles abgesucht. Wo geht's denn hier? Ja, ist schon... Guck mal, es gibt 6 Ebenen insgesamt. Alter Schwede. Ich finde das super, dass das alles noch markiert ist hier. Hä? Warte mal. Die ist hier gar nicht. Oh doch, hier. So eine Zwischenebene, einfach nur so eine kleine. Krasse Sache. Das ganze Schiff ist riesig. Die Raumstation, meine ich. Wow! Try not to be distracted by the glare of the Arts. Lots of unsavory types about. Resource. Ich will alles kaufen. Ich bin ein Opfer der Konsumkultur. Nein. Aber das sieht ja wahnsinnig gut aus hier. The Lost Hope. Aha. Das ist hier The Lost Hope. Ja. Eine Runde für alle. Haha. Verarscht. Lost Hope entdeckt. Vera Krivenek. Seeking relief from the heat?
Till June Lei gets those radiators fixed, I've got the next best thing. Okay. Zeig mal, was du im Angebot hast. What ain't I got? Ja, Alkohol hat so wahrscheinlich ganz viel. Was? Warum ist das gesperrt? Zugangsbeschränkte Waren. Flüssiges Koffein mit Aufputschmitteln. Natürlich alles schon Spritzen, ne? Soll ich was reparieren lassen? Muss ich eigentlich nicht. A new face. What's your pleasure, stranger? Ich war vor einer Minute schon mal da. Du weißt nicht zufällig, wie ich nach Stellar Bay auf Monarch gelangen könnte? Stellar Bay proper? Tough to say. The board recalled all the nav keys about 10 years back when the corpse pulled back to Terra 2. Weißt du wieso? It's overrun with beasts, I heard. Big ones. Kind of chew your face off for fun. Might all be board propaganda, though. If you're aiming to get to Stellar Bay, you're gonna have to get your hands dirty. The board don't like them that truck with Monarch. But I ain't the one you ought to be asking. Try Gladys on the promenade. She'll fix you up. Alle Händler im System docken doch hier an. Hast du irgendwas Interessantes gehört? I hear tell some folk down in the townships are getting offered early retirement. Who'd think of such a thing? What would you do with all the time? Was hat es dann mit diesem Hitzeproblem auf sich, über das sich jeder beschwert? The radiators, they're fucked 10 ways to Sunday. Na. And we're all sweating buckets wondering when the powers that be are gonna get around to fixing it. Klingt nach einem Problem mit dem Thermalkontrollsystem. Couldn't say, and I wouldn't be pouring drinks professionally if I could. All I know is, we're cooking in our own juices here and it's only gonna get worse. Ist es im Weltall eigentlich nicht eher kalt? Wozu braucht ihr denn Kühlkörper? They're supposed to gather up all the heat the systems generate and vent it into space. Instead of the heat going where it ought, though, it seems to be blowing straight down the promenade. Hört sich doch gut an. Ja gut, wahrscheinlich, wenn hier so ein Generator für Hitze sorgt, dann wird das die kalte Luft im All, oder beziehungsweise die Nicht-Luft im All, die kalte Temperatur einfach nicht reinlassen. Und wie lange ist das schon so? Weeks? I lost track. Too goddamn long. Boah, hätte ich auch keinen Bock drauf. Wer ist denn für die Reparatur verantwortlich? Engineering. Chief June Lei Tennyson, to be precise. She runs this heap. Best she can, anyway. Don't know what's got her dragging her heels, but I wish she'd hurry it up. Vielleicht kann ich irgendwie helfen? That's not for me to say. But if you're feeling the urge toward helpfulness, you can find Chief June Lei in Engineering. Alles klar. Und was kannst du mir über Chief June Lei sagen? There's nobody who knows more about the station's guts. Any system you could name, June's crawled around inside and made it better. She doesn't come around here often, though. Don't see her as much of a drinker. Too straight lace for that. Und sie hat hier schon ein Fangirl dabei. Na, Pavati. Freust dich auf June Lei? Warte mal, da geht's nur in... Okay, ich will mal sehen, vielleicht... I've seen you limping a bit. You all right, Mr. Vicar? Need us to slow down? What are you implying? I am perfectly fit. My knee is just acting up. There's no shame in being older, Mr. Vicar. Don't worry. The captain and I'll take care of you. I need neither your advice nor your pity, young lady. Oh, sie ist aber ganz schön fürsorglich. Ah, verdammt, ich habe nicht genug Skill. Das ist doch Schloss knacken, oder? Warte mal, 43, 43 habe ich auf Lightning. Technik. Verdammt. Aber ich habe doch 59 dank Pavati. Und dem Helm. 11 habe ich durch Pavati sogar. Nicht nur 10. Ach, so ein Quatsch. Ja? It only gets ugly around here when the corporates stir up trouble. Ja, das habe ich schon gehört. Die sind echt ein anstrengendes Völkchen. Geht's hier noch weiter? Da ist ein kleines Räumchen, das wird die Toilette sein. Oh, ich wollte sie gerade nicht stören, tut mir leid. Ich wollte mir nur das Geld aus dem Mülleimer holen. Ja, schade, da brauche ich dann noch ein bisschen mehr Technik. This is Halcyon News. Ja. Okidoki. Was haben wir denn hier noch? Was ist das? Bells Shells. Hells Bells. Bells Shells. Ein Adlerauge-Sturmgewehr.
You know that sound when you snapped on an injector clip? That's how you know your weapon loves you back. Das habe ich am liebsten. I got a full line of weapon modifications I'd be happy to show you. Oh, ich bin gespannt. Gibt's hier noch bessere Waffen? Was ist der Vorteil daran, Waffen zu modifizieren? Why, it gets you the weapon best suited for your lifestyle. All the better for performing a little percussive maintenance. Self-improvement, including one's weapons, is always a worthy endeavor. Take your basic Deadeye assault rifle. Perfectly serviceable. But what if you like finesse? Slap a scope and silencer on that bad boy. Bunker down in a bush someplace and pop off heads. What if you like getting in close and making a lot of noise? Extended ammo magazine and a barrel heat sink to bump up rate of fire. Gut, kann ich eine Mod abnehmen und austauschen? Oder austauschen, wenn ich sie nicht mehr will? No and yes. When you install something, it pops in there real nice, but if you want to replace it, the originals tend to snap like plastic toys. Och man, ja, das wissen wir doch alles schon. Verliert meine Waffe durch Modifikation ihre Garantie? A what? Sorry, hon. Here at Bell's Shells, we just don't discuss impolite topics, and WARRANTIES tops the list. Alles klar, dann danke. Mehr wollte ich nicht wissen. So, what can I get you? Handel. Handel ist Wandel. Flammenwerfer. It werfs Flammen. Leichtes Maschinengewehr, die kennen wir ja alle schon. Das ist ja immer dasselbe. Hammersmith. Spacer's Choice. Die sind halt nicht so geil immer noch, ne? Was haben wir hier? Nahkampfmod. Halt. Nahkampfwaffenhaltbarkeit. Okay. Plasma. Hier haben wir. Schussgeräusch. -66,6. Schadenstyp Schock. Ich nehme das mal, den Schalli. Einer reicht, glaube ich, ja. Was haben wir denn zu verkaufen? Das Beil. Ernsthaft. Braucht kein Mensch. Das auch nicht. Das Babybeil braucht auch keiner. Ein Spaten. Ich weiß nicht. Das Ding ist auch ein bisschen langweilig. Macht vor allem nicht so viel Damage. Guck mal, das gibt das Doppelte von der Knarre hier, von der Stoßpistole. Habe ich nicht noch so ein Plasma? Ja, 45, 47. Das ist halt besser ein Schuss, ne? Deswegen kommt das weg. Das kommt weg. Was ist noch doppelt? Das hier. Der Colt, der ist auch schon mit Diamant, das heißt, der ist besser. Ist halt nur doof, dass man die Upgrades noch nicht mehr zurückbekommt, finde ich. Dialogfertigkeit. Schlossknacken. Tarnung. Nahkampf und Tarnung. Ich habe mir die ganzen schwachen Rüstungen verkaufen hier. Die taugen sowieso nichts. Ah, guck mal. Tech-Ausrüstung, also Tech-Fähigkeit. Nachtigall-Schritt, Lautstärke der Schrittgeräusche. Hatte ich die nicht an? Ich meine, die hatte ich angehabt. Okay, das lassen wir mal. Davon habe ich ja auch noch eine ganze Menge. Ja, okay, lassen wir mal. Gut, sie hat auch nichts Neues, leider. Ich habe gedacht, die hat jetzt neue Ausrüstung für uns. Was haben wir hier noch? Ah, Waste Disposal. Die Abfallentsorgung. Aha, aha. Ja, gut, dann hau mal rein. Hier ist doch bestimmt noch was Feines. Who wants to play an impromptu tossball match? Nee. No one? Nein, behalt dein Tossball. Ist hier Kampf? Oh, hier ist eine Kampfzone. Alles klar. Oh. Von wegen Abfallentsorgung. Hier liegt eine ganze Menge Zeug rum. Das ist kein Abfall, das ist gutes Zeug. Alles klar, da kann ich da drüber auf die andere Ebene. Auch nicht schlecht. Oh. Eine Mantilarve. Fate shines on us today. Ja, auf uns vor allem, ne? Aha, aha, aha. Das finde ich ja immer super interessant hier. Warum hätte ich mich jetzt da außen rumschleichen können an den Dingern vorbei, oder was? Und da war noch ein Hilfsbedürftiger. Oh mein Gott, die haben mir gerade den Kopf abgebissen.
Was? Oh. Nicht runterfallen bitte, ja? Was? Private Taylor? Es stinkt zum Himmel. Okay. Das ist so. Oh, das war versiegelt. Ja. Wer ist eingesperrt? Jemand hat doch eben geschrien, ich bin hier eingesperrt. I'm locked in here. Oha. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Was ist das? Ach hier, das ist der Raum. Der Lagerraum von der Bar. Dann kann ich mir das ja sparen mit dem Skillen. Mit dem Technik-Skillen. Taktische Schrotflinte. Ja, also darf man ja mal machen, finde ich. Die haben ja gerade andere Probleme. Ihnen ist ja so heiß und da wird das bisschen Zeug jetzt hier nicht auffallen weiter, oder? Oh, was war das? Ich hab's schon wieder eingesteckt, ohne drauf zu gucken, Mann. Eine Spieluhr? Ja, eine Spieluhr. Eine kleine hölzerne Spieluhr, die Musik erzeugt. Oh, das ist ja nett. Aber es ist leider nur Schrott. Und Schrott muss fort. Ja, da bin ich mal gespannt. Step lively, Miss Holcomb. I'm not winded. Honest. My boot was untied. Would hate for you to get left behind, or architect forbid, become lost. Mhm. Hier ist aber kein Raum mehr. Hat da einer geschrien, ich bin hier eingesperrt. Ach, schade. Oh, schon wieder Private Taylor. Hier? Da könnte noch was sein, ja. Great work. Oh oh. Diese widerstandsfähigen kleinen Mistviecher, was die aushalten, oder? Oh, na, ich wollte das eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich eine Lampe anmachen, aber ich habe hier kein Licht. Schon wieder vergessen. Habe ich ein Licht? Nee. Ich habe keine Lampe. Aha. Alle Taylor. Oh, schweres Maschinengewehr. Ja gut, das habe ich leider schon. Ich dachte gerade ganz kurz, das wäre eine ganz neue Waffe. Lalalala. Great work. Oh. How'd you get back there? Ich, gar nicht. Ich bin nicht hier hinten. Sie hat aber auch ein kleines Problem mit Ungeziefer hier gehabt, ha? Ich steig einfach mal überall ein, wo es passt. So. Wow. I'm wondering what they do with their waste. I guess they just chuck it down here. Where does it all go? How about I stay up top? You know, keep watch. Okay? Aber denn hier? Zerknitterte Anweisungen. Frankie hat einen Tipp unter ein paar Bergungsgüter erhalten. Auf ein paar Bergungsgüter erhalten. Einer der alten Hangars, der Groundbreaker, war abgesperrt, bis ihn wer gefunden hat. Als er bei den Dockarbeiten rumspioniert hat. Lilia will, dass wir dort ihre Flagge hissen, sobald wir die Neuankömmlinge entfernt haben. Aber erstmal darfst du eine Aufklärung betreiben. Such nach einem losen Panel, kletter hoch, um auf die Betten. Was? Hoch auf die Betten und zur Rückwand. Lilia sagt, wir sollen aufpassen. Sie glaubt, uns verfolge irgendwer. Naja, typisch Lilia. Ja. Irgendwas hat die auf jeden Fall gekillt. Ich glaube nicht, dass es die kleinen Viecher waren. Hoch auf die Betten klettern. Bäh. Oh nee, da wird's auf jeden Fall verbrannt. Der ganze Müll. Hoch auf die Betten klettern, also in der Baracke oder was? Sorry, ihr kleinen Viecher, aber ihr werdet bestimmt irgendwann mal tollwütig. Muss man jetzt schon mal ein bisschen dezimieren, schätze ich.
Oh, warte mal, nee. Ich will eigentlich noch da hochklettern jetzt. Bevor ich wieder rausgehe. Why in the architect's name would you say that? It's just that you're real grouchy. Kinda all the time. I'm not grouchy, I'm just grumpy. Irritated by inane questions. Yeah, see, when you say it like that, it makes me wonder. Okay, Kenny, geht's nicht weiter. Das ist gefährlich. Pass mal auf, bitte. Achtung. Hab mal was gebrochen, alles gut. Public Terminal, hacken. Nachrichtenadministratorzugriff. Aktuelle Nachrichten, willkommen Administrator. Von Jay Tennyson betreff, hat jemand Private Taylor gesehen? An alle Ingenieure, hat jemand Private Taylor gesehen? Ich habe ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Und wie sieht's eigentlich mit der verstopften Toilette aus? Wenn Chief Guiying mir irgendwas beigebracht hat, dann, dass die Moral der Crew im direkten Verhältnis zur Qualität des Klos steht. Und ohne ordentliches Klo gibt's auch keine Privatsphäre. Das ist menschenunwürdig. Also lasst uns das endlich beheben, JT. An Wildkatze-Gruppe. Von 5P at C3C at Plus. Groundbreaker-Treffen. Auch wenn wir unser letztes Treffen auf der Groundbreaker, wenn das schon 20 Jahre her ist, hatte ich gehofft, wir könnten die alte Gang nochmal zusammentrommeln. Natürlich ist heute einiges anders. Manche von uns sind jetzt Fernflieger. Einige arbeiten für Konzerne, andere sind vermutlich schon tot und wieder andere fristen ein jämmerliches Dasein auf Tartarus und lesen diese Nachrichten nicht. Aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Auf meine letzte Einladung hat leider niemand reagiert. Ich hoffe, das heißt nur, dass ihr mit Familienfesten und euren Jobs beschäftigt seid. Bleibt frei, Freischaffende. Ja. An IS Megafrachter-Kollektiv. Betreff Megafrachter-Rechte. Von Iceman übrigens, 69, ja. Hey Leute, nach meiner Dashkova-Rundtour bin ich gerade wieder aufgetaut. 2 Jahre hin, 2 Jahre zurück. Ihr könnt euch sicher meine Verwunderung feststellen, als ich per Funk von der Groundbreaker-Crew mitgeteilt bekam, dass ich das Andocken verzögern könnte. Aus einer Stunde wurden 5 und daraus dann Tage. Am Ende mussten wir eine ganze gottverdammte Woche auf diesem veräfften Schrotteimer verbringen, wofür wir endlich andocken durften. Und weil wir die ganze Zeit natürlich nur Däumchen drehen konnten, wurde keiner von uns bezahlt. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe laufende Kosten, eine Familie, die ich viel zu selten sehe und verdammt hohe Schulden. Auch wenn ich nicht arbeite, muss ich meine Zahlungen trotzdem leisten. Klingt das etwa fair für euch? Haben wir Megafrachterarbeiter denn keine Rechte? Wir sollten etwas dagegen tun. Wer mir zustimmt, schickt mir bitte eine Nachricht. Ich antworte dann, wenn ich wieder von Gensan zurück bin, also in 3 Jahren. Iceman, Ende. Oh, wie kacke, oder? Der sieht seine Familie nie und, naja, ist halt immer nur im Tiefschlaf. Diese Nachricht kann mit der aktuellen Freigabestufe nicht abgerufen werden. Was? Was? Diese Nachricht existiert nicht. Öffentliche Ankündigungen. Ach komm, ist mir egal. Ich werde es schon selber rausfinden. Wow. Wo seid ihr jetzt hergekommen, bitte? Okay, ich gehe nochmal ganz kurz zurück zu den Schlafräumen. Ich will mal sehen, was auf den Betten da los ist. Die mit ihrem Tossball, das interessiert mich leider nicht so sehr. This is the simple truth. We are all molecular machines. The body is a collection of atoms. The mind is a consequence of chemical reactions. Therefore, our lives are predestined along a path that is only visible in retrospect. Life is fated and unstoppable. Well, I don't know, Mr. Vicker, that seems like quite a leap. Also dafür, dass er die ultimative Wahrheit sucht, ist er ja schon ganz schön festgefahren, oder? Wenn er sowas sagt, oh, hier sind Feinde. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Ist er etwa hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die hatten aber ein bisschen viele aus. Thank you.
Well. Alter, ich glaube, wir sollten hier nicht sein. Banditen. Schrott-Roboter-Anhalt. Ja, der ist jetzt echt Schrott. Krass. Die hat sich aber ganz schön den Hintern aufgerissen, beinahe. Ist das hier der hintere Teil der Docks? Wo dieser Typ rummacht da, dieser Gangster. Was wollten die damit bohren? Okay, in der Werkbank zum Upgraden. Also echt nur die drei jetzt hier. Alter Schwede. Was haben wir denn da? Sieht aus wie so eine Autogrube, wo man drunter liegt oder drunter ist und dann arbeitet dran. Aha. Oh. Ach Mann, ich bin echt viel zu früh hier, schätze ich mal, wenn die so stark sind. Uiuiui. Ach, schade, da komme ich jetzt noch nicht weiter mit der Technik, da hapert's noch. Selbst mit Parvati. Nicht mal irgendwo ein Terminal, wo ich das entriegeln kann. Oh. Ach, so ein Babyball kenne ich ja schon. Oh, es waren doch die vier. Was ist denn das noch alles? Kram. So, dann reparieren erstmal. Muss ich was reparieren? Das leichte Maschinengewehr, ja. Warum nicht? Die Pistole, die hätte ich jetzt auch mal nutzen können. Ja, geht alles noch. Tüfteln. Oder modifizieren. Guck mal, was haben wir denn hier? Habe ich beide schon. Hier kann ich nur zwei Magazine und hier auch zwei Magazine für die Schockkanone. Hey, ist aber gar nicht mal so schlecht. Vielleicht gibt es ja Magazinerweiterung. Ja, Schock habe ich schon. Plasma. Nee, lass mal. Hä? Kann ich denn auch beide reinbauen? Also ich habe ja schon Schock, deswegen lohnt sich das halt überhaupt nicht. Oh, da kann ich zwei Stück sogar. Hier kann ich drei Visiere, zwei Magazine. Krass, was da alles geht. Die ist schon leiser, die Stoßpistole. Das ist ein schweres Maschinen. Warte mal. Schaden 48. Boah. Aha. Ach, das habe ich vorhin aufgehoben. Ja gut, dann werde ich mir das mal ein bisschen ansehen. Lauf haben wir hier. Kritischer Schaden plus 25 und Schussgeräusch. Ja. Krasse Sache. Achso, das war es leider schon. Ich dachte, ich kann noch ein zweites reinbauen. Auch voll gut. Voll gut. Warum ist denn jetzt... Ich kann die immer so schwer erkennen, die Dinger. Schweres Maschinengewehr. Ist halt auch eine schwere Waffe, genau wie das hier. Boah. Bam. Oh, es verzieht aber ein ganzes Stück mehr. Na, was soll's. Huch, es hat eben so geknackt. So, Parvati, du hast auch ein leichtes Maschinengewehr. Max hat eine Schrotflinte. Da gebe ich dir auch mal ein leichtes Maschinengewehr. Oder? Granatwerfer? Nee, du bekommst auch ein leichtes Maschinengewehr. Ah, fantastisch. Fantastisch. Dass sie halt echt so viel Rüstung hat, seine Klamotte hier. Krass. So, brauchen wir nichts. Oh, warte mal, was? Freie Passage. Ja, gut. So, da werde ich die Waffe noch ein bisschen upgraden. Tüfteln. Es ist so krass, oder? 53 Schaden dann. 67. Oh. Ist schon Stufe 13. Die Schockkanone. Ich hätte auch noch gar nichts upgegradet an dem Teil. Das Jagdgewehr. Boah, das kostet echt auch immer mehr. So. So, noch ganz kurz. Parvati, machen wir mal. Entfernung Mittel, Waffe gemischt, Modus aggressiv. Vika Max, machen wir mal Waffe Fernkampf, Modus aggressiv, Entfernung Mittel. Okay.
Nee, schade, dann kommen wir jetzt hier noch nicht weiter. Da gehe ich erstmal ein bisschen weiter an der Station gucken, was es so gibt. Ah, das gefällt mir jetzt richtig gut, das schwere Maschinengewehr. Es hat zwar einen echt blöden Streuradius, aber... Hey, Mr. Vicker. Do you ever get a little bit homesick for fresh water? That ocean stink. No, I do not. You're supposed to say yes and go on to explain why. I just want to have a conversation. Of course you do. Ja, aber offensichtlich nicht, Pavati. Can we rent an upstairs room? How do you do? And welcome to the rest and go. We used to be the go and rest, but folks never knew when to leave. Sorry. Business has been slow. Anything to occupy the time. Ich suche noch Gladys. Oh, you can't miss her. Right behind you, number two. First unit on the left, or second unit from the right, depending on which direction you count from. Ja. Wie ist das Leben so auf der Groundbreaker? Fine, as long as the board keeps its grubby mitts to itself. Chief Tennyson holds the ship together, the promenade holds our economy together, and Sublight is the shoddy jewel in our rusty old crown. Hm. Wie hält sich die Groundbreaker den Vorstand vom Hals? Our Chief Tennyson has an independent streak, same as her mother and grandmother who rode this ship on the crossing. There's a reason the board's embassy is a glorified shoebox. While Junlei Tennyson lives and breathes, Groundbreaker remains free. Du hast Sublight erwähnt. Our local garbage collectors. That Lilia Hagen never met a debris field she didn't like. She freely admits she planted her roots in Groundbreaker to escape board oversight. But I think there's more to it. She's unusual in the head, that one. Mhm. Machst du auch Geschäfte mit den Händlern an der Promenade? Of course. Most of our supplies come and go through merchants. Company ships and salvage runs are the only traffic we tend to get. I try and steer clear of that creepy fellow in the moon mask. If there's a cost to being a company man, he paid it in spades. Okay, der mit Mondmaske. Gibt's hier wirklich so einen Typ, der sich so wie ein Maskottchen kleidet? Das wäre ja super witzig. Oh, guck mal, überall Schrott. Für manche Schrott, für mich Gold. Okay, wer bist du denn? Spacer? I don't have time for this. Bist du, ach, du bist Gladys. Aha. Hm. Was haben wir denn hier noch? Oh, ach du Elend. 24 Schutzrüstung. Was tust du schwer? Was habe ich denn gerade? Ja, ich habe meine. Was hat Pavati zum Beispiel? 17. Und Max hat wahrscheinlich... Ja, hat das auf dem Kopf. Ja, dann kaufe ich dir mal hier am besten so einen... so einen schweren Helm, ne? Ich weiß halt nicht, ob das jetzt... so viel ausmacht, wenn ich ihm einen schweren Helm aufziehe. Gut, was haben wir hier noch? Das war's eigentlich, ja? Oh, die ist eigentlich schon richtig gut, ne? Dialogfertigkeiten, Tech-Fertigkeit und Nachtigallschritt. Ja. 24 hat die Ausweichen und Tarnungsfertigkeit immer minus. Fernkampfwaffenfertigkeit. Tragekapazität. Ja, ich habe nicht so viel Tragekapazität. Aber ich nehme das mal. Oh, es hat sich nichts geändert an der Tragekapazität. Tragekapazität. Oh. Jetzt ist sie aber gesunken. Ja, wenn er das trägt, dann macht es keinen Unterschied, oder? Hm. Da haben wir Waffen, 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 Waffen. Überbrückungskontakt. Achso, das ist aber keine Waffe. Und hier noch. Oh, die sind rosa. Okay. Ja, wer drauf steht, mit sowas rumzulaufen, warum nicht? Rizzos. Rizzle, Shizzle, Diesel. Warte mal ganz kurz. Wo sind wir denn jetzt hier? Die Waschräume. Oh. Da lässt auch überall irgendjemand was rumliegen. Das ist herrlich. Irgendwelcher Kleinkram.
Huh. Shh. No one saw me trip over that, right? Nö, alles gut. Ist das hier. Penner-Tagebuch. Hab auf zwei Konzertfrachtern gearbeitet, bevor ich hier gestrandet bin. Jeder hat mich jammern gehört, keiner hat mir zugehört. Für die bin ich bloß Hintergrundstrahlung. War nicht meine Schuld, dass der Captain früher los wollte. War nicht meine Schuld, dass keiner das Mannschaftslog angeguckt hat. War nicht meine Schuld, dass ich mich einfach so, dass sie mich einfach so ersetzt haben. Jetzt sitze ich hier im Dreck, ohne Bits und ohne Bett. Nicht anders als der restliche Groundbreaker-Müll hier, so lebe ich. Und wenn mich keiner in eine Mannschaft aufnimmt, sterbe ich auch so. Oh Mann. Nee. Nee. Könnt ihr behalten. Das wäre ein bisschen fies, wenn ich das klaue. Uha. Das sieht nicht so gesund aus. Ist aber nicht gefährlich. Ja, die Groundbreaker hat ein paar andere Probleme als nur die Kühlmitteltanks, glaube ich, so langsam. Oh. Holographische Verkleidung aktiviert. Dein Holomantel ist aktiv. Du hast da ja zeitweilig Zugang zu diesem Sperrgebiet. Bewegung verbraucht die Energie des Mantels. Wenn Energie aufgebraucht ist, werden dich Wachen zur Rede stellen. Wenn du dich aus solch einem Verhör herausfinden kannst, wird dein Mantel zurückgesetzt, aber weitere Verhöre werden schwieriger. Oh, das ist ja geil. Jetzt kommt er endlich mal zum Einsatz. Aha. Die Krankenstation. Quarantäne. Oh. Wie, warte mal, was? Warum sind die feindlich? Ich dachte, ich kann mich hier bewegen. Wish we had bigger weapons, but no. Be careful about blowing holes in the hull. Aha. Sure, this is perfectly safe. I'd rather not die early of an infectious disease myself. Ach, passt schon. Oh, das verbraucht sich aber echt ganz schön schnell, die Energie hier. Oh, Kacke. Ich glaube, wir kommen hier nicht mehr raus. Dann greifen uns die Madets an. Oh oh. To the last rats on rotten time. Leave me in peace. You hull-headed quacks do know that restful recuperation requires not being disturbed, don't you? Tut mir leid, ich gehe schon. Ja. Oh crap. Jetzt muss ich mich hier rauswinden. Jesse Doyle. Okay, ich versuch's einfach mal. Oh, hallöchen. What do you think you're doing? Ich wollte gerade gehen. Just don't make more paper. Das funktioniert halt einfach. You trying to get us all in trouble? What? What do you think you're doing? Ich nix. Wollte gerade gehen. Just don't make any trouble for me, okay? Ach so, weil ich geklaut habe. Ach so, ich dachte jetzt, weil meine Verkleidung nicht mehr funktioniert. Lululu. Ich gehe schon wieder. You can't get me out of there. Please don't make a scene, Dr. Fenhill. I am not. Ich mache auch keine Szene. Ich gehe nämlich wieder still. Okay, ich war da gar nicht fertig. Oh, oh! Martin Callahan! Sorry about the heat. Chief Dennison will get the radiators fixed soon. Of course, this heat sure makes a zero-G brew extra refreshing. It's an ale that's good for what ails you. Oh, and it's not the best choice, it's Spacer's choice. Taste the freedom. Lot of slogans to keep track of. And sometimes I forget. Ja, ich merk schon. Was hast du denn anzubieten? Have a look. Oh Mann, die sind ja alle ein bisschen durch. Oh was, ich kann mir so einen Helm holen. Lügen plus 5. Oha. Das ist ja der Hammer. Ja, und die ganzen Rüstungen, ist halt irgendwie immer dasselbe, ne? Lügen plus 5.
Kostet halt nur doppelt so viel, weil der Zustand auf 100% ist. Naja, gut. Ich würde sagen, wir machen hier mal Schluss, Leute. Ich werde nächstes Mal mich ein bisschen noch umsehen. Ja, hier mit Gladys noch quatschen. Was habe ich denn eigentlich noch für Quests? Lass mal gucken. Freie Passage. Bringen die Wissenschaftswaffe an dich. Waffen aus der endlosen Leere, das war das. Ach nee, warte, freie Passage. Ich soll mit Phineas Wells sprechen. Nee, Phineas Wells willst, dass du Gladys kontaktierst, die Schwarzmarkthehlerin. Die Waffe soll ich finden. Kopfgeld von Captain McCrad. Kann ich wahrscheinlich erst machen, wenn meine Technik höher ist. Kritische Lösung. Corporal Wheeler hatte ich gebeten, Dr. Dorset auf der Krankenstation über den Status ihrer Lieferung zu informieren. Und Handvoll Taugenichts. Achso, das werde ich dann auch noch machen mit dem Doktor. Ja, ja, gibt noch eine ganze Menge. Eine ganze Menge. Sind die eigentlich auf Terra 2? Na gut, danke fürs Zusehen, liebe Leute. Es war ein bisschen verwirrend, weil wir müssen ja erstmal uns hier etwas umsehen und eruieren. Ich danke auf jeden Fall für die Likes und Kommentare. Würde mich freuen, ihr seid nächstes Mal mit dabei. Zu Outer Worlds. Tschüss, bis dann. Tschüss.